Hallöchen und willkommen zu einem weiteren wunderschönen Kommentar auf meinem ach so schlechten Kanal. Ja, wir spielen auf der Map Express und wir gehen mit Salvengewehr und Raketenwerfer in die Front. Oh ja, das macht einen richtigen Spaß, ey. So eine richtige Salve in den Arsch gepumpt zu kriegen und dann noch ordentlich was Explosives hinten. Oh, das hört sich so falsch an. Ja, ich hoffe, dass ihr Silvester und so überstanden habt. Ich habe euch jede Menge zu erzählen. Und was auch gerade auf meinem Kanal abgeht. Ich denke, das mit meinem Kanal, das sage ich mal zuerst. Also ihr merkt ja, dass die Uploadrate zurzeit wesentlich niedriger ist. Also so jeden zweiten, dritten Tag kommt ein Video. Das heißt, wesentlich seltener. Das liegt halt daran, ich möchte halt nicht gestresst sein über die Fame. Möglichst nicht. Also ich muss das Best aufbearbeiten, was richtig viel Arbeit war. Und jetzt muss ich auch noch mich an die Schulsachen so langsam kümmern, bevor wieder Schule ist. Ist ja demnächst wieder. Deswegen muss ich mich wieder dahinter klemmen. Und deswegen ist ungefähr bis zum 10. Januar wird diese Rate halt konstant bleiben, dann ist es wieder ganz normal so täglich, fast jeden Tag halt so ein Video. So, die Feiertage, die waren eigentlich super. Am Weihnachten war ich stark besoffen, das muss ich wirklich zugeben. Ich habe anderthalb Tage lang gesoffen und hatte zwei Tage lang einen Kater, also einen Brand. Das war nicht mehr schön. Aber da, wo ich besoffen war, das war schön. Nur an dem Vormittag von dem ersten Weihnachtstag kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also da habe ich schon ordentlich getankt. Also wahrscheinlich hätte ich drei Tage danach nicht Auto fahren dürfen. Ganze drei Tage, das muss man auch mal hinkriegen. Wir haben eigentlich Heiligabend bei meiner Schwester gefeiert. Die kann ganz vorzüglich schon eine Lücke machen. Dann habe ich da auch nicht was getankt schon. War aber immer noch nicht so besoffen, als ich war, vielleicht geschwipst oder so. Also ich konnte noch klar denken, klar noch was sagen, hatte keine Gleichgewichtsstörungen oder so. Kann mich an alles dran erinnern, aber dann die Nacht durchgesöffelt und dann am Morgen noch und dann war ich endlich mal richtig dicht. Und was ist dann? Ich leg mich natürlich ins Bett und penne bis abends und wach dann immer noch total schwankend und mit dröhnendem Kopf auf. Ihr wisst, wie die Sache halt läuft. So unterschiedliches Zeug ist nicht wirklich das Beste, muss man ehrlich gestehen. Also ich habe da erstmal mit Bier angefangen, dann ging es über zum Sekt, dann zum Vanillelikör und dann zum Jack de, zum Whisky Donut, zum Whisky Donut, ja, zum Whisky Cola über. Dann ging es nach Hause, dann gab es erstmal eine Runde Jagertee. So ein Kräutertee mit Alkohol halt drin. Gutes Zeug. Drin wenigstens rein. Danach gab's was war denn das? War das? Das war so Rum mit Schwarztee. Das Zeug ist total schlimm, muss ich euch sagen. Und danach ging's halt bergab. Also als ich aufwachte, war da die Tasse halb voll. Also da hatte ich anscheinend genug. Also Weihnachten, wie gesagt, war schön. Also ich habe auch Call of Duty Black Ops zu Weihnachten gekriegt, wie man sieht. Eigentlich ein ganz tolles Spiel. Multiplayer ist top. Obwohl die ab und zu mal arschig sind, die Spiele mit Gegenspieler und Mitspieler. Dann halt den Zombie-Modus noch, den ich jetzt nicht ganz so prickelnd finde, halt noch nicht ganz so entdeckt habe auch. Muss ich ehrlich gestehen, und dann auch noch
Die Kampagne, die ist eigentlich ganz toll, obwohl die Gegner da nach meiner Meinung nach viel zu oft ihre fucking Granaten spammen wie kleine 12-jährige Kiddies, die mal was beweisen wollen. Dann habe ich noch ein neues Handy gekriegt, ein geiles S4. Mal schnell mal unter die Nase gerieben, meinen Freunden. Ein fucking S4. Ich könnte mal drauf einruppeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ging es ab zum Silvester, da gab es erstmal eine Runde Feuerzangenbowle. Bin am Abend erst aufgestanden, so um 20 Uhr. Weil mein Nachtrhythmus gerade irgendwie total durcheinander ist. Also, sprich, macht die Nacht zum Tag und andersrum. Und was war das denn? Die liefen einfach nach vorn. Und auf was schieße ich denn da? Meine Fresse, da könnte ich wieder mir an den Hinterkopf langen. Für diese Scheiße, die ich da gebracht habe. Ja, Silvester war eigentlich ganz toll. Ja, und das war's eigentlich schon. Das Gameplay endet hier. Wir haben ganz knapp gewonnen, wie ihr gesehen habt. Ja, der letzte Schuss ging wohl ins Knie. Also sprich, fick dich ins Knie. Ja, da seht ihr auch, kein so gutes Spiel. 8 zu 12. Ich bin halt dann auch Noob, muss ich offen gestehen, aber naja. Weil spielt sich halt mit der Zeit ein. Ich bin jetzt eigentlich auch besser geworden. Seit dem Gameplay. Das Gameplay ist eigentlich auch schon vielleicht eine Woche alt. Na gut, nicht ganz eine Woche, sondern vielleicht so 3-4 Tage. Aber ich habe mich so mit der Zeit ganz gut eingespielt und jetzt kriege ich so öfter mal so eine 1er-Quote. Naja, dann bis zum nächsten Mal oder so. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.